Gut. Und in diesen harten Zeiten der Finanzkrise geht mir eine Sache wirklich am meisten auf den Geist. Ständig diese Möchtegern-Wirtschaftsexperten in den Talkshows. Dabei gibt es doch eigentlich nur einen, der Antworten auf all die Fragen weiß. Er war erst Wirtschaftsminister und dann sogar Bundeskanzler. Dennis Gastmann hat den Vater der sozialen Marktwirtschaft und des Wirtschaftswunders für uns interviewt. Ludwig Erhard. Im Gespräch mit Dennis Gastmann. Guten Abend. Herr Erhard, Sie als Vater der sozialen Marktwirtschaft, was halten Sie denn von unserem heutigen Wirtschaftssystem? Stichwort Raubtierkapitalismus. Das ist nicht mein Stil, ich sage es ganz offen. Und ich glaube, wir werden auch in der Zukunft nicht mehr damit zurechtkommen, wenn wir nicht ein Termitenstaat werden sollen. Termiten? Sie meinen wahrscheinlich Heuschrecken. Ja. Egal. Durch die neueste Entwicklung müssten Sie sich doch jetzt eigentlich bestätigt fühlen. Ich meine, der Staat will mehr in die Wirtschaft eingreifen und die Banken, Entschuldigung, begrüßen das sogar. Das ist eben das Merkwürdige, wenn es gut geht, dann will niemand etwas vom Staat wissen. Aber wenn es schlecht geht, dann können Sie überzeugt sein, dass alle nach dem Staat rufen. Und wer da jetzt als die Hand aufhält? Die Bayern LB will 5,4 Milliarden und... Darf ich vorstellen, Herr Erhard, das ist übrigens unser Klaus. Ja. Ach, Sie kennen Sie? Wir haben uns in Berlin getroffen, im Hospiz am Askanischen Platz. Das war immer ein Treffpunkt. Treffpunkt? Sie meinen jetzt aber nicht so ein Treffpunkt, um Gottes Willen, wo man sich so trifft? Ich möchte Sie und auch Sie alle am Bildschirm fragen, ob denn wirklich so viel Fantasie dazu gehört. Da gibt es so viel, das wären Storys, die den Abend füllen würden. Aber das gehört vielleicht auch nicht hierher. Zurück zum Thema. Viele ältere Leute haben ja riskant spekuliert und dabei ihre gesamte private Altersvorsorge aufs Spiel gesetzt. Einige hatten die Angst, alles verloren zu haben. Ging es Ihnen da genauso? Ich hatte natürlich keine Angst. Ich wusste, mir kann nichts passieren, sozusagen. Entschuldigung, Sie sind ja tot. Ja. Sagen Sie, Herr Erhard, rauchen Sie im Himmel eigentlich auch so viel? Na, so von früh bis Abend. Und was sagt der liebe Gott dazu? Der hat sich daran gewöhnt. Herr Erhard, grüßen Sie meinen lieben Gott schön von mir.